Ja, von den traurigen Fans zu den, kann man fast sagen, siegesprungenen Fans und Lothar Sippel. Hier wird gefeiert am Röberberg und neben mir ist der Ralf Falkenmeier. Ralf, hättest du geglaubt, dass das so eine Stimmung wird heute? Nein, eigentlich nicht. Sind Sie zwar noch nicht deutscher Meister, aber was hier am Röberberg abgeht, das ist schon allererste Sahne. Ich denke, das Dortmunder Publikum muss ich vorsehen vor dieser Frankfurter Mannschaft und vor diesem Frankfurter Publikum. Sie verstehen, die Feste zu feiern, wie sie fallen. Sie haben es eben gesehen. Dunkelheit überschattete die Wartenden. In der finsteren Enttäuschung hielt nur einer die Fahne hoch. Als die Maschine der Mannschaft um 21.30 Uhr eintraf, hatte sich die Sonne verabschiedet. Erst als Stefanovic der Maschine entstieg, gab es wieder lichte Momente, aber das lag an den Fotografen. An diesem lauen Sommerabend gab es durchweg frostige Mienen. Versteinert, man kann es verstehen. Trotzdem Dankeschön für die tolle Saison. Und wir halten euch die Daumen den Rüberkabaden. Weiter geht, war gestern noch nicht zu erfahren. Speziell im Falle Möller ist das Pokerspiel noch nicht zu Ende. Das Statement von Sippel klang definitiv nach Abschied. Ich habe hier drei tolle Jahre in Frankfurt erlebt. Es war eine super Truppe hier, auch wenn viele Querelen mit Sicherheit dabei waren. Aber es hat Spaß gemacht, hier zu spielen. Und vor allen Dingen muss man den Fans hier ein großes Lob aussprechen, die jetzt ja auch noch bei der Ankunft da standen und uns angefeuert haben. Es geht mit Sicherheit, ein lachendes und ein weinendes Auge ist mit Sicherheit dabei. Es gab ein herrliches Buffet, Köstlichkeiten. Unsere Fans schon genauso weit. Dankeschön, Uwe Bein. Und wir machen weiter mit Natascha Reins Beitrag. Wir haben den getauft, der Tag und die Nacht von Frankfurt. Und jetzt ist meine Krawatte endgültig weg. Der Meisterschaftstraum ist zu Ende. Der Frankfurter Paulsplatz seinem Schicksal überlassen. Es wird aufgeräumt, nicht nur auf den Straßen. In den Appleboy-Kneipen beschäftigen sich nur noch wenige Frankfurter mit der Niederlage. Man will so schnell wie möglich vergessen. Auch den Schiedsrichter. Ist eine Schweinerei, was heute mit der Eintracht passiert. Es ist der fünfte Elfmeter in dieser Saison, der nicht gegeben wurde. In Stuttgart wird ein Elfmeter gegeben, der unberechtigt ist für Stuttgart. Und die Eintracht bekommt nicht. Die Mannschaft, die ganze Saison über die beste Leistung gebracht hat, wird dann durch so einen schwachsinnigen Schiedsrichter um die Meisterschaft betrogen.